Ich glaube, ich nehme lieber eine Machete mit. Hier. So. So, Pistole finde ich jetzt auch irgendwie. Ich meine, klar, die hat einen Schalldämpfer und so. Aber ist die Frage, wie viel bringt ein Schalldämpfer hier? Ich finde, es ist trotzdem auch sehr laut. Ja, mit dem habe ich jetzt noch nicht wirklich geschossen, ehrlich gesagt. Ich probiere es mal aus. Draußen auf den Zombie. Ich will es jetzt auch nicht komplett verschwenden. I'm out. Lock up behind me. Hallo, die Dame. Möchten Sie mal ganz kurz. LOL! Da ist gerade eine kleine Horde vor mir gespawnt. What? Ja? Did anything hear that? Okay, Alter, mein Typ kann ja gar nicht mehr laufen. Kriegen die nicht mit? Das ist ganz cool. Oh Mann, ey, warum ist das Game so schwierig teilweise? Wenn der Typ nicht laufen kann, wechselst du doch einfach den Charakter. Also ich weiß jetzt auch nicht so. Ja, die können alle nichts mehr. Hä, lol, es kann doch gar nicht sein, dass du alle irgendwie komplett ohne Ausdauer hast. Wie geht das denn? Ja, die sind von irgendwas angeschlagen und ich raff nicht, wie ich es wegkriege. Mach mal Bildschirmübertragung, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, was du meinst. Und ich weiß halt einfach generell nicht, was du meinst, so. Na, ist das ein generelles Problem, ich weiß. Ja. So, guck mal. Diese komischen Verletzungen unten hier am das da. Wegen dem Mini-Bisschen? Die Junge, weißt du, was das ausmacht? Lol, Alter, das ist bei mir noch voll in Ordnung. Ey, guck mal, wie kriege ich das weg? Was mach ich? Ach, das bisschen da, Junge, drauf geschissen. Ey, das ist übelst nervig, aber wie kriegt man ja, das halt weg? Das will ich wissen. Also das mit der Ausdauer links kriegst du weg, wenn du den Charakter einfach nicht spielst. Dann ruht es sich aus. Digga, ich spiele den schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ja, das Rechte ist halt eine Verletzung, für die du entweder die Krankenstation benötigst oder ich halt, oder halt Medikits oder sowas wahrscheinlich. Wir können auch hier Sachen herstellen. Da gibt's denn hier zum Beispiel Schmerzmittel richtig oder sowas. Ich weiß ja nicht, was man dafür braucht. Man kann aus Chemikalien und Ethanol Medizin herstellen. LOL. Okay, cool. Also für schwache Schmerzmittel bräuchten wir Wasser. Da müssten wir einen Wasserturm holen. Aber da müsste ich eh noch tausende von Inventar haben. Also, ich gucke, ob ich irgendwas in Heilung habe, weil eigentlich gibt es da echt viel. Also Verbände oder so helfen halt nicht. Die Verbände sind ja wahrscheinlich, denke ich mal, nur, ich meine, das ist auch irgendwo offensichtlich, nur für, ey, spontan, ich muss mich mal ganz schnell heilen. Stellt langsam Moderator links her. Stellt sofort Gesundheit wieder her. Große Menge Gesundheit. Ziemlich schwer, aber wenn du es brauchst, dann brauchst du es. Stellt bis zu 200 Gesundheit, sowie durch Traumata oder Verletzung verloren gegangene maximale HP wieder her. Also Gesundheit. Bis 50 maximale Gesundheit von maximal 3 Verletzungen. Ja, also anscheinend einen Erste-Hilfe-Kasten brauchst du dafür. Oder halt in die Krankenstation legen. Geh mal zur Krankenstation, ich will mir wissen, wie es bei dir aussieht dann. Geh da mal hin, drück mal E. Hallo. Hm? Ja, ich hab da 4 Buttons mehr. Ja, voll ein tolles Game. Ja, gar nicht auf den Hustos gelegt. Ja, gar nicht, ne? Okay, jetzt weiß ich auch erstmal, warum du da so rumweinst. Aber ich sag mal so, mit den Charakteren, ich kann den zwar einen Erste-Hilfe-Kasten geben, aber für so ein bisschen weiß ich jetzt nicht, du. Ja, gut, ich dachte, man kann das halt irgendwie einfacher entfernen. Ja, jetzt mal noch kurz die anderen Charaktere, die du hast. Du kannst übrigens auch einfach B drücken. Ja, drück mal auf die anderen drauf. Mit Leertaste, genau. Ja, okay, der hat jetzt sehr wenig Ausdauer. Der ist einfach nur müde, eigentlich. Ja. Dann geh auf den anderen. Ja, rechte Maustaste übrigens zurückgehen, ist auch wieder richtig dumm. Ja, der ist auch Ausdauer ziemlich im Arsch, okay, cool. Du rennst ganz schön viel, hä? Klar. Rechte Maustaste, geh mal auf den anderen. Ich bin rein in der Theorie, hast du noch eine Ärztin da? Das Bild hängt übrigens gerade. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, die kann auch nix. Ja, dann trainier sie, Junge. Die hat doch da kämpfen, schießen, die hat doch alles außer. Ja, du musst halt ein bisschen skillen. Spielen sie, wird sie besser. That was noisy. Beende mal den Stream dann, ne? Ja, ja. Also ich würde die einfach nehmen, ein bisschen spielen und in 20 Minuten dann nochmal ganz kurz gucken, wie das mit dem Feldlazarett aussieht. Wäre jetzt so meine
Überlegung. Ja, dann mach ich das einfach mal. Weil wenn das Feldlazarett fertig ist, werde ich hier drin übrigens auch die Krankenstation abreißen und stattdessen irgendwie überdachte Betten nochmal hinsetzen oder sowas. Easy. Übrigens geht nämlich der Platz dafür aus. Wir könnten übrigens auch die Außenposten mal aufwerten. Wollen wir das noch machen? Wollen wir die wir haben, dann auch aufwerten? Ich weiß nicht, ob wir genau die haben wollen, weil die echt weit weg sind. Ich würde eher überlegen, ob wir irgendwelche nehmen wollen, die näher dran sind. Hast du denn Ideen, was? Also wollen wir weiterhin Benzin nehmen und Gedöns? Okay, bin ich. Also was ich auf jeden Fall haben möchte, ist etwas, was uns, ich denke, Munition gibt. The only way we survive in this town is by ridding it of blood plague. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das wäre jetzt einfach mal so mein Vorschlag, weil das macht für mich, glaube ich, Sinn. Die Frage ist, was in der Nähe könnte, also was ist bei uns nah dran, was ziemlich viel davon gibt. Weil das da links ist nämlich nur ein Wasserturm. Da unten ist ein Außenposten, so bla bla. Wobei die Tankstelle oben rechts halt schon ganz schmackhaft ist eigentlich, aber die ist halt so weit weg irgendwie. Okay, this stuff is heavy. Was ich zum Beispiel ganz sinnvoll fände, wäre das ganz links da, wo das Seuchenherz noch ist. Hier. Da haben wir noch ein paar Aussichtspunkte. Da haben wir eine Tankstelle, die wir nutzen könnten. Da haben wir Materialien. Weil Benzin, weiß ich nicht, ob wir es brauchen. Einfach bei einer Tankstelle looten reicht uns eigentlich. Also das Seuchenherz machen quasi. Das Seuchenherz und dann da mal gucken, was wir da für Außenposten machen können. Weil das ist auch eine Tankstelle, in der Theorie. Oder halt Materialien, aber da ist halt nichts mit Munition. Das stört mich halt ein bisschen. Und deswegen finde ich das irgendwie wieder nicht so cool. Oder siehst du hier irgendwo was mit Munition? Wenn man hier nochmal zum Beispiel die Sachen scoutet von diesen Towers, dann kann man auch nochmal erfahren, was so noch in den Sachen ist. Weil wir wissen ja nur in den solchen Herzgebieten, wo was ist, wenn wir den Tower. Ja, ist richtig. Haben. Ja, ansonsten, ich meine, ich würde auf jeden Fall den Benzinaußenposten rechts aufgeben, weil den finde ich irgendwie kacke. Ja, ich mag den auch nicht. Ich mag den Munitionsposten da eigentlich auch nicht. Ja, aber der ist wenigstens. Also, er ist useful, klar. Noch nah dran und bringt irgendwie was. Ich sehe hier unten. Ich fahr mal zu diesem Wegpunkt da und scoute mal, ob da irgendwas ist. Ich hoffe, nothing heard that. Ey, warte, es gibt nämlich noch eine Quest rechts, ne? Die wäre auch noch da, die hier. Ups. Mir egal. Aber trotzdem mal kurz scouten. Was es auch gibt tatsächlich, das finde ich sogar sehr interessant, ohne Scheiß. Aber ich kann da ja nicht scouten fahren, weil ich bin ja ortsgebunden an dich. Echt jetzt? Ja. Ist das dumm? Okay, weißt du, was mir tatsächlich auch noch auffällt, was es gibt, was sehr interessant ist? Das wäre aber wieder ein bisschen weiter rechts. Das hier. Ein Stromaußenposten. Ich weiß nicht genau, was ein Strom bringt. Damit kann man halt manche Gebäude aufwerten. Ja, weil jedes Gebäude, was wir haben, hat unten drunter ein Strom- und Wassersymbol. Wir könnten auch den einfach mal sehen. Und ich glaube, mit Strom zusammen haben wir auf jeden Fall was Gutes. Wir müssen halt nur dann gucken, dass wir Benzin dafür reinkriegen, ne? Weil das der tägliche Benzin kosten. Ja, wir haben jetzt 24 hier drin und wenn das halt, jetzt sag ich mal, täglich 2 kostet, wir sind jetzt gerade bei Tag 4. Seit der kompletten Spielzeit. Wir sind bei Tag 4? Ja. My name is What? Also wenn das jetzt irgendwie 2 pro Tag kostet oder so, dann haben wir jetzt noch genug für 12 Tage. Okay. Bis dann haben wir gedacht, wir sind schon weiter mit den Tagen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwas im Kühlschrank looten kann. Dann mache ich jetzt mal die Tankstelle weg. Okay. Ach, ist er direkt aufgestanden und abgehauen. Der Kek-O... Der Sack.
Oh, wieder da. Vor allem habe ich jetzt auch was im Auge. Hi. Also ich sagte, wie es ist. Was ich machen würde, ist ganz kurz einmal mit Strom vorbeigucken, gucken, ob uns das was bringt. Und dann können wir links erkunden, was auch immer du möchtest. Okay. Und unterwegs vielleicht die Seuchenherze kaputt machen, falls wir irgendwie vorbeikommen. Ja, ein Wobei ich Plan. da, ehrlich gesagt, lieber irgendwas mitnehmen würde, was Bumm macht. Und da habe ich jetzt nichts mehr. Für Seuchenherzen. Ja. Ich gebe dir mal das, was ich noch finde bei mir. Ja, du könntest auch selber werfen, ist es egal. Hauptsache, wir nehmen was mit. Weil das gerade eben hat er 5 Explosionen gebraucht. Und das finde ich dann schon ein bisschen viel. Das ist das Einzige, was ich habe. Ja, das ist jetzt was? Rohr, glaube ich. Eine. Ja, das, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich habe. Ich kriege keinen guten Loot in diesem Game, weil komischerweise das Spiel irgendwie auf den Host ausgelegt ist. Stark. Ja, ich hab's mal gespeichert. Okay, dann lass mal ganz kurz zum Strom gehen, weil irgendwie gucken, dass wir da vielleicht irgendwas kriegen. Ich weiß es nicht. Du fährst. Will mich das Spiel verarschen? Okay. Viel Spaß. Du rutschst einfach nach links, so, weißt du? Was war das denn? Einfach weiter. Ich habe auch das Geräusch. Mit Egal. How's that job you were working on coming? Die Anrainer brauchen noch immer deine Hilfe. Auf dem Kartenbildschirm erfährt. Okay. Ja, die wollen hinten eine Quest, dass wir die machen. Sollen wir nochmal vorbeigucken gleich nach dem Strom? Ja. Weil jetzt wollen die schon rum, dass wir da helfen sollen. Kann man mal ab. Ey, die Autosteuerung ist so krepelig, ne? Findest du? Ich finde die echt gut gemacht. Ja, der rutscht halt wie Scheiße. Quatsch. I, der Crawler. I think I found our next outpost. Nicht da hochklettern. Nicht da hochklettern. Mann. Ja, ich Außenposten beanspruchen. Versorgt die gesamte Basis mit Strom, solange wir Benzin haben. Verbraucht 2 Benzin pro Tag, also halt echt gar nichts eigentlich. Wir können mit diesem Standort einen Überlebenden die Grundlagen über Versorgung beibringen oder die Versorgung, Klempnerei oder Elektrizitätsfähigkeiten eines Überlebenden verbessern. Versorgung erlernen, lass jemand anders übernehmen, bla bla. Stromversorgung haben wir damit, Moralbonus und tägliche Benzinkosten. Gut, Benzin kriegen wir aktuell quasi auf Null, wenn wir ja allein erstmal die Benzinstation behalten, wie wir sie haben. Die habe ich schon weggegeben. Aha. Aha. So, ich beanspruche den jetzt einfach Egal. Mal. Egal. Kostet Ah, ja. 2000 Münzen. Cool. Tschüss. Aber fand ich gut. So, jetzt haben wir Strom. Bringt uns das irgendwas? Ich habe keinen Plan. Okay, jetzt wo das Lazarett fertig ist, müssen wir gleich auch irgendwann mal gucken, wie das Lazarett aussieht. Ist schon fertig? Ja, gerade fertig geworden. Das wird irgendwie schon Strom beschleunigt anscheinend, keine Ahnung. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal kurz die komische Quest da machen. Ja. Dann fahren wir halt zur Base. Ich habe auch schon markiert. Ah, nice. Oh Gott, man hüpft da. Sehr nice. Lol. Die sind gerade bei mir gespawnt. Ja, so, ich dachte auch gerade. Fahr weiter. Ich wollte die Kurve nicht verkacken. Ach so, lol. Ich wollte die Kurve nicht verkacken. Erstmal in ein geparktes Auto fahren. Ui, da war es gut schon für gut. Ah ja, gut, dass wir einen Geländewagen haben. Alter, man sieht hier aber auch echt scheiße. Hi there. Hallo! Hi there, hello! Ich nehme mal die Abkürzung, ne? Mann. So, wollten die nicht Hilfe haben? Moin. Was ist sie denn? De-Zedify a place for us? Ja, wir können denen helfen. You've got a lot of infestations around. Cool. I don't like it. Was für ein Infektionsherd. Ah, da hinten, da. Chillig. Ja, ein Schreier, 6 Zombies, gehen wir ganz kurz rüber, ne? Hallo, boah, lass mich doch vorbei, ihr Nutten. Ich guck mal ganz kurz, was die handeln. So long. Gar nichts, weil die gerade am Kämpfen sind oder weil auch warum? Ja.
Ist auch richtig gut, dass sie so wenig schießen und immer weniger anlocken. Hm, die ballern auf jeden Fall ganz gut. Ja, okay, cool. Dann. Komm mal raus, wo ich hier stehe. Guck mal, wer hier in der Wäscheleine hängt. Geil. Chilliger Typ, ey. Von der Hand einfach. Oh, ich wollte gerade sagen, hier hängt noch eine Hand. Sir, halten Sie einfach mal da hinten. Alter, Digga, willst du mich rollen? Ups. Wir hätten aufs Querfeld einfangen können. Weißt du, wir fahren über die ganze Web, um denen zu helfen. Die sind zu dritt mit Gewehren ausgestattet. Macht's halt selber. Ups. Ja, dann aussteigen, ne? Ja, chillig. Well, well, this looks promising. Time to reload. Was ist das, Sir? Sir, wo sind sie? Na komm, ach, jetzt habe ich nicht. Now this is an infestation level I can be comfortable with. Ich meine nicht dich mit, Sir, sondern ich habe den letzten Kek gesucht. Ach so. Ich dachte, der wäre in der Bude. Oh, eine zerknitterte Jacke. Das wollte ich schon immer gesucht haben hier. Alter, hier sind 9 Container für mich. Wie viel hast du? 2. Ah, das ist wieder richtig fair auf jeden Fall. Ah, ich bin stuck. Ich höre übrigens gerade richtig viele Zombies da laufen. And the day gets a little better. Ja, da stehen so 4 Stück vorne, vom Puff. Mädels, könnt ihr mal bitte die Schnauze halten? Geht ihr am Helm an. Da kannst du nicht schießen, außer du hast echt was Dickes. Ich hab mich selber. Alter, Sir, hören Sie auf mich zuzulaufen. Okay, du machst das schon. So much for not being noticed. Ist aber wieder richtig fair von mir, weißt du, du kannst alles durchsuchen, ich irgendwie nix. Ja, Alter, hier sind halt 9 Sachen, was soll ich machen, ne? Ich habe einen Revolver gefunden mit Munition. Und Feuerwerk, hallo? Möchten Sie bitte raus? Sir? Alter, ich hab grad einen 360 gemacht und den gekillt. Voll cool. Okay, noch ein Verband, aber hier ist echt viel useless Zeug drin, ohne Scheiß. Clear these infestations before they get out of hand. Hier, ich droppe dir jetzt mal was für dich, ja? Guck mal her, ich droppe dir mal was, hier. Die Panties? Ach, da ist der Container, ich bin blind. Der liegt hier oben. Nothing more to find here. Ein Chemiebuch, Flanellhemd, ich droppe dir noch was, eine Lötstation, was hältst du denn davon? Was? Eine Lötstation habe ich dir da gedroppt. Aber habe ich mir schon immer gewünscht, danke dir. Boah, Alter, ich fand überladen. Ich hab das nur in der Schule damals mal gemacht, löten. Ich fand das immer voll scheiße irgendwie. Ja, ich hab das auch früher Physik gemacht. So, löten war richtig unnötig irgendwie, weiß ich nicht. Warum nicht verfügbar viel benutzt, Junge? So eine geile Mechanik, ey. Ich wollte gerade noch einen Benzinkasten rausnehmen. Erstmal tanken. Ja, das wollte ich, danke. Ja, dann fahr erst zurück. Ist mir auch egal. Okay. Dann fahren wir erst. Also. Alter, Digga, dieser Spin immer. Du hast gesagt, das ist doch voll gut. Und dann macht er erstmal hier einen schönen 180 auf der Stelle. Man kennt's, Junge. Das Auto fährt einfach an, erstmal 180. Ja, vor allem mit so einem Wendekreis, du. Ich glaube, da bin ich auch im dicksten Wagen. Boah, Digga, ich seh nix. Ups. Als ob hier jetzt wieder neue Zombies sind. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Digga, was ist das für eine Kruppstahl-Wäscheleine? Also manchmal bin ich beim Schießen echt schlecht. Ja, das Auto raucht. Ich bin gerade einfach in eine Kruppstahl-Wäscheleine gefahren. Later. Du bist auch ein Loser, ey. Alles erledigt. Schön, dass wir helfen konnten. Welcome, friends. Come on in. Welcome, friends. Sind die uns jetzt freundlich gesinnt? Ja, die sind uns jetzt freundlich gesinnt. Ich will nicht mit irgendjemandem jetzt sprechen müssen wie über irgendwas. Sie haben uns neue Gegenstände zum Handeln. Könnt ihr bitte aufhören zu kämpfen im Handel, ihr Keks? Junge. Oh, hey. Oh, wir können die sogar anwerben, lol.
Die kosten nur 100 Münzen, die Keks. Wir können die auch alle drei in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Holy shit. Wir können die auch bedrohen und bekämpfen. Nee, lass mal. Ja, es bringt nichts, sie aufzunehmen. Wir brauchen ja mehr Betten. Right. Alter, der hat 4 Materialiensäcke. Boy. Ja, dann lass mich auch mal gleich mit dem quatschen. Den hoffe ich auch mal. Das musst du eh machen, weil die Station hat mich ja 2000 gekostet. Die konnte ich mir nicht wirklich. Was ist das bitte? Heulschützenmine. What? Ein paar Sekunden nachdem du die Mine platziert hast, beginnt sie laut zu pfeifen, um Zs anzulocken und abzulenken. Wenn das Pfeifen vorüber ist, explodiert sie. Lol, so eine Bombe ist das, wie cool. Ja, der hat eine Menge Zeugs, was du kaufen kannst. Eine ganz große Menge. Dann spreche ich mal mit dem Chef hier. Also, wenn du willst, ne, zieh mal alles aus. Wie viel Geld habe ich? Oh, natürlich. Und Toolkit? Ja, Toolkit, 3 Materialiensäcke, also eigentlich echt eine Menge. Sir, wollen Sie einmal den Kofferraum ein bisschen aufräumen? Ja, ja. Also gibt's was, was wir nicht brauchen, sage ich mal so. Du hast 5 Plätze frei? Ich hoffe, du hast... Oh, weil wir schon gerade... Boas hat sich von gebrochenen Rippen erholt. Cool. Ich hoffe, du hast einen Sack da hingelegt jetzt irgendwie so. Natürlich nicht. Nein. Ich kaufe das alles. Bleib mal weg. Ich habe über 3000 Geld. Ja, ich würde es übrigens auch kaufen. Jetzt nicht irgendwie, dass du denkst, dass der irgendwie jetzt dich da so... Vorschicke. Erstmal dir den Packsack davor vor den Kofferraum legen. Ich hatte nicht, ich mache gleich den Kofferraum reinpackst, lol. Bisschen nerven muss ich dich, ja. Na, ich will dich jetzt nicht irgendwie geldmäßig ausziehen. Nur ich habe halt... Ja, das ist easy. Die kosten halt dann die Sachen, die zu bauen. Finde ich aber auch total dumm, Alter. Das soll ist ich so die alle, soll ich alle Materialien nehmen? Ja, Materialien ist halt zum Bauen, also warum nicht? Es liegt direkt einer neben dem Keck. Ansonsten können wir mich die auch einfach nutzen zum Aufwerten von Gebäuden, weißt du? Also bietet sich eigentlich hervorragend an. Ups. Digga. Oh, hey. Oh, hey. Hi. Kann man eigentlich sehen, was wir einen Gesamtverbrauch haben? Soll ich diese Heulschützenmine mal kaufen? Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich weiß auch nicht, was das bringt. Zu spät. Die haben immer die gleichen Items, wenn man handelt, oder? Weiß ich nicht. Also die haben sich bis jetzt nicht geändert. Ja, die haben immer die gleichen. Okay, pass auf. Ich habe jetzt mal geguckt, was wir so am Tag verbrauchen. Wir verbrauchen jetzt gerade aktuell jeden Tag 5 Lebensmittel. Oh, Digga, ich will nicht ins Auto. 2 Medikamente verbrauchen wir. Wenn wir das Krankenstation abreißen, sind die halt alle auch weg, okay. Munition verbrauchen wir 1. 1 Material pro Tag. Oh, Digga, das Game. Jetzt bitte vom Kofferraum weggehen. Ach so, so ein Ding ist das, ja. So ein Kack-Game. Hey, warum kann ich den jetzt nicht öffnen? Hä? Ich bin da nicht dran. Das war bei mir einfach rot, ich konnte ihn trotzdem öffnen. Gut. Was hast du jetzt nochmal gesagt? Die letzten Sachen, die wir verbrauchen? Also, wir verbrauchen 5 Nahrung, 2 Medizin, 1 Munition, 1 Material, nee, 2 Material sogar, ja. Und 2 Benzin pro Tag. Also 2, also 5, 4, 2, 2. Ja. Okay. Da wäre mich die Überlegung, ob wir mich da jetzt irgendwie mal gucken, was wir die Sachen mal irgendwie so auf plus minus 0 bekommen, so nach und nach, und uns darauf vielleicht konzentrieren. Ja, aber so viele Außenposten können wir ja gar nicht nehmen. Nö, dafür müssen wir wahrscheinlich Quests und sowas machen. Ich weiß es echt gar nicht, wie das funktioniert. Weiß auch nicht, wie es geht. Okay, also ich bin ready. Ja, ich guck grad mal, wie man das kriegt, also mehr Außenposten. That's a no-go. Okay, vielleicht durch mehr Progress einfach. Ansonsten, wir können die Sachen auch aufwerten vom Bauen her, ne? Das ist halt auch wieder ganz cool. Komm, wir fahren mal in die Base. Und dann gucken wir da mal in Ruhe. Ja, fahr du mal in die Base. Ich guck mal ganz kurz auf Google, wie man mehr Außenposten sonst bekommt. Oh, Jones hat sich erholt von Gasvergiftung. Das Lazarett bringt so viel auf einmal. Jetzt erholen die sich von dieser Kacke. Das heißt, ich habe demnächst wieder mehr Spieler. To get more outposts instead of decay, you need to upgrade your command post in your base. Each base has a command post in a different spot. When you find a post, select it and scroll over to the upgrade section. Reicht jetzt? Das ist da, dafür ist das Ding? Wofür ist was? Also, es gibt eine Kommandozentrale. Ja, es gibt eine Kommandozentrale, die haben wir. Die können wir aufwerten, das kostet 8 Materialien. Ja, da steht es jetzt auch bei. Man kriegt dadurch mehr Außenposten-Limits. Ja, easy, dann direkt aufwerten. Wir haben jetzt 30, wir haben ja 20 Materialien direkt am Start. Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Dauert jetzt 10 Minuten, dann haben wir 1 Außenposten mehr. Das ist allein schon mega geil. Allein damit sollten wir dann den, der am meisten verbraucht, essen. Würde ich sagen, versuchen auszugleichen, oder? Ja.
Nahrung haben wir jetzt noch für 3 Tage in der Theorie. Lass mal direkt Nahrung nehmen. Hello. Wir sind übrigens zu Hause. Ich hab schon das Hello gehört, ja. Finde ich gut. Take care until I get back, okay? Mhm. Ja, du hast, ich weiß jetzt nicht wie, warum, aber du hast irgendwie so eine Stimme, die klingt irgendwie so wie so ein 17-jähriges Mädchen. Way too noisy. Okay, danke dir. Also ist nicht deine Ex. Somebody nicht, said we needed supplies. Ja, ja, ja. Ach so, ich dachte, ich hab grad eine Stimme wie ein 17-jähriges Mädchen. Ich dachte echt, du meinst mich. Denkst du, yo, und dann chill. Sagst du noch so, yo, danke. Chilliger Stimmbruch nochmal am Start. Sehr schön. Wie viele Materialien kannst du noch nehmen, nicht dass ich jetzt zu viel packe? Also Materialien kannst du reinballern. Da haben wir, wenn du das jetzt reinpackst, 25 von. Nice. Ja. Du hast schon aufgewertet, das heißt, es wird gerade gebaut. Ich will mir das Lazarett mal angucken, das ist auch nämlich. Same. Alter. Sieht ja sogar halbwegs professionell aus. Hast du die Crime Station jetzt schon abgerissen? Nee, weil ich erstmal gucken wollte, wie das jetzt hier ist und was es kann. Alter, das sieht echt sogar gut aus. Die haben ja sogar richtige Betten hier jetzt. Mehr oder weniger. Infektionstherapie. Ach, hier ist sogar ein Computer, Junge. Alter, was man alles craften kann. Weißt du was? Und einen Reiskocher haben sie auch, nein? Cool. Mega. Ich erstmal meinen Basmati Rice da rein tun. Also solche ist das dumm. Wenn wir jetzt warte mal, wie viele Betten haben wir hier? 1, 2, 3. Ah, oh, krass. Ja, hier steht mich auf. Ja. Wir können jetzt 3 Leute behandeln hier. Dann Gegenstände der Medizin herstellen. Können wir jetzt sogar Schmerzmittel und starke Schmerzmittel herstellen. Da brauchen wir auf jeden Fall Wasser für. Ja. Und wir können jetzt auch Erste-Hilfe-Kästen hier vorstellen, herstellen. Da brauchen wir aber Wissen über Medizin. Und wir, also dafür brauchen wir Ethanol übrigens. Ethanol habe ich am Start. Ja, 3 Medizin und 33 dieser Schraubendinger da. Dann kriegen wir 2 Erste-Hilfe-Kästen. Und Problem, wir brauchen Wasser. Also müssten wir einen Wasserturm Außenposten für Erste-Hilfe-Kästen haben. Hm, aber das geht ja gerade noch fit, also wir brauchen sie ja noch nicht. Ja, brauchen wir nicht. Ansonsten haben wir das gleiche da auch. Medikamente könnte man auch so schon herstellen, was die jetzt genau bringen. Erhöht den Medikamentenvorrat, bla bla. Indem du eine. Bla 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 bla. Bla bla bla. Ach so, ja, dann wird man wahrscheinlich einfach random Material bekommen. Irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ein Verband oder sowas kann man sich random herstellen. Ach so, übrigens, weil du der Keck bist, für Pyro lege ich dir mal meine Pyrotechnik hin, die ich gekauft habe. Weil du damit ja immer die Seuchenherzen ganz geilig wegmachst. Ja, warte, ich zerstöre nur eben ganz kurz die Krankenstation. Weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Installiere diesen Mod in einer Werkstatt, um ferngesteuerte Ghetto-Blaster-Lockvögel herzustellen. Wenn ich die Lötstation mache, benötigt Strom.